Leute, was geht ab zu einem neuen Video? Und das hier ist das lang ersehnte, das lang erwartete und das von mir einen Monat nach Release immer noch nicht gespielte Call of Duty Black Ops. Wartet kurz. Spannung aufbauen. 3! Ja Leute, ich habe meine PS4 zugelegt und die Leute, die mir auf Instagram folgen, werden das schon gesehen haben. Ihr wisst Bescheid. Und mich wahrscheinlich auch schon geaddet haben. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und für die Leute, die mich sonst nochmal adden wollen, hier ux-charlie ist eure Adresse, meine Freunde. Und wenn ich nach diesem Video nicht 2 Freundesanfragen bekomme, dann höre ich auf mit YouTube. Aber ihr habt ja schon im letzten Video brav darauf gehört, mir auf Instagram zu followen. Und ich habe auch ganze 10 Follower dazu bekommen. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt geht. Kann ich hier runter... Who's the best in the building? Das Movement gerade eben lag auch daran, dass ich gerade den UX-Jersey trage. Ich trage das Ding in gefühlt, glaube ich, jedem Video. Cause wearing this shit is goddamn awesome, man. Außerdem habe ich dann das Gefühl, ein Pro-Gamer zu sein. Und ja, ich spiele jetzt ungefähr schon seit 3 Tagen Black Ops 3 und das macht extrem Spaß, Alter, ohne Scheiß. Außer, dass mein Movement noch ein bisschen kacke ist und ich generell kacke in COD bin. Und ich habe jetzt erst von diesem Movement-Trick mitbekommen. Achtung, dieses Warten. Hier, das hier mit dem Springen, Alter, das ist ja richtig nice. Whoop. Ich nehme wirklich momentan jeden an auf PSN, also wirklich, also ich habe nur 2 Freunde online, also ihr seht, ich bin allein. Also falls ihr mich adden wollt, macht wirklich ruhig. Aber wisst ihr, was mich in letzter Zeit richtig heftig aufregt? Wisst ihr, ich bin wirklich ein riesiger Star Wars Fan. Meinen ersten Star Wars Teil habe ich mit 8, glaube ich, gesehen. Warte, 2006, vor 9 Jahren, das... Ja, vor als ich 9 war. Nee, 8. Naja, irgendwas um den Dreh halt. Auf jeden Fall war der erste Teil, den ich gesehen habe, Star Wars Teil 3, ja, der da ja in der Zeit auch rausgekommen ist erst. Und ich glaube, den dritten Teil zuerst zu gucken, war, glaube ich, nicht das Beste in dem Alter. Falls ihr gar nicht Star Wars Teil 3 gesehen habt, das ist das, wo nachher am Ende so Anakin so halb in diese Lava da reingezogen wird und dann so halb abbrennt, halb abfackelt und dann schreit und weint und ich saß da vor dem Fernseher und dachte nur... Ja, und seitdem war ich irgendwie ein extrem riesiger Star Wars Fan. Ja, ich fand das natürlich gruselig und irgendwie, ich dachte mir so, warum produzieren solche Leute und filmen sowas, wie der da abbrennt, ja? Charlie, das Effekt ist alle! Aber danach war ich auf jeden Fall ein riesen Fan von dieser Serie. Aber die Teile 1 bis 3 sind einfach die epischsten von den Kämpfen her, von der Story und irgendwie, ich weiß nicht, diese ganze Story um Anakin finde ich irgendwie 1000-mal interessanter als die von Luke. Denn Anakin ist ja der die macht im Endeffekt, okay, das ist kranker Nerd-Scheiß. Aber auf jeden Fall finde ich die Teile 1 bis 3 viel besser. Erst recht, als dann diese Serie Star Wars The Clone Wars rauskam, habe ich die sowas von heftig gesuchtet. Das gibt es echt gar nicht, Alter. Ich habe den Star Wars The Clone Wars Film auch irgendwie über 10 oder 20 Mal geguckt. Und jetzt, wo Star Wars Teil 7 raus ist, auch wenn das nicht wirklich jetzt so mein Lieblingsthema sag ich mal, möchte ich die natürlich auch sehen, ja? Allerdings, weil meine Schule das extrem gut geplant hatte, kriegen wir an dem Tag vom Release noch Mathe. Und ich sitze jetzt hier irgendwie in der Woche nach Release und habe es immer noch nicht gesehen. Und die ganzen Karten für gute Plätze bei uns in dem Kino in der Nähe sind alle ausverkauft. Und dann gehe ich auf Facebook, ja? Und was sehe ich? Es wird gespoilert. Es wird einfach gespoilert. Ich schwöre euch, wenn ich sowas schon sehe, wenn da so eine riesen Texte sind, wo dann alles gespoilert wird, von vorne bis hinten. Und ich dachte mir, was seid ihr für Huren? Und dann frage ich mich, wie kann man denn so ein Unmensch sein, ja? Viele Leute freuen sich auf diesen Film, den da zu gucken, ja? Und die spoilern das einfach, weißt du, das sind so diese, das ist ja nicht mal Schadenfreude, das ist kranke Huren, so ein Scheiß. Was? Also wirklich, als ich das gesehen habe, ne, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Wie kann man denn so ein Untermensch sein? Ich habe ja dieses Video über Nazis auf Facebook gemacht, ja, und das sind immer noch nettere Menschen als Leute, die Star Wars spoilern. Real Talk gerade. Einfach spoilern, Junge, was kann man denn... Nee. Und ich will euch ja jetzt nicht selber spoilern, aber... Yoda stirbt. Es tut mir leid, Boys. Also wirklich nur, wenn ich an diese Leute denke, ja... Ich hoffe, ich kann ihn noch dieses Jahr sehen und ansonsten gehe ich nächstes Jahr oder was weiß ich ins Kino, aber... Mann, ich hasse so Leute. Außerdem könnte ich noch an mein scheiß Emblem auf der Xbox One erinnern in Advanced Warfare. Mein scheiß UX-Emblem, ja, was richtig schlecht gemacht war, ja. Wenn ihr das schlecht fandet, dann guckt euch mal das von Luke an. Ich meine, come on, Lukas, what the fuck? Oder das von Leaning Striker. Okay, das von Nick, naja. Oder das hier von Siwen, das ist echt schick. Hier, nehmt euch ein Beispiel an Stylus, der hat die Scheiße gut hinbekommen. Wo war der? Und ja, das war's von dem Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Jedes Like auf dieses Video ergibt 1 Quadratmeter mehr Ozonschicht und dadurch leben wir alle länger. Und ich krieg keinen Sonnenbrand im Winter und ich habe noch gar kein Product Placement. Kauft Effect Energy. Represent. Und folgt mir alle auf Instagram, das war's von mir. Und nein, du tötest mich nicht, du verfickter Hure. Ach, Mann. Schick. Dann halt nicht.